Ich liebe es, in Situationen reinzuspringen, die ich eigentlich nicht kann oder vor denen ich Angst habe. Ich bin mit 18 abgehauen und bin letztendlich weggeblieben. Ich bin mal zurückgekommen, einmal in einer Phase meines Lebens, aber ich war weg. Ich wusste, die Welt ist rund. Und ich saß da oben auf dem Berg, im Schwarzwald, den du ja so schön findest, sah die Tannen wedeln und die Rehe guckten da raus und ich bin schier wahnsinnig geworden. In mehr als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt: Erzähl mir was Neues. Wenn ich mich richtig informiert habe, warst du eigentlich nie außerhalb von Baden-Württemberg. Stimmt das? Ich hatte mal eine kurze Zeit bei der Bundeswehr, da war ich in Bayern. Aber sonst stimmt's, Baden-Württemberg, ja. Und hat dich auch nie rausgezogen? Es hat sich nie ergeben. Ich hatte mal ein Angebot aus Hamburg, hat sich dann irgendwie zerschlagen. Und Stuttgart ist ja eine durchaus schöne und chronisch unterschätzte Stadt. Das stimmt wohl, ja, das stimmt. Ich muss es auch immer in der ganzen Republik verteidigen. Es hat irgendwie keinen guten Ruf, aber es ist echt schön hier. Es ist schön, ich meine, durch Stuttgart 21 und diese Baugeschichten hat es natürlich ein bisschen an Freizeitwert eingebüßt, aber eigentlich ist Stuttgart eine schöne Stadt und topografisch total spannend gelegen, finde ich. Ja, ja, stimmt. Die Gästin, die heute kommt, die... Also ich glaube, ich kenne nur die Hälfte der Orte, an denen sie schon gelebt hat. Die hat schon an vielen Orten in der Welt gelebt, ist viel rumgekommen, hat viele verschiedene Berufe schon gehabt. Aber das soll sie dir jetzt erstmal alles ganz persönlich der Reihe nach irgendwie erzählen. Ja, sonst gerne. Spoiler ich hier schon alles. Und ich heiße sie gleich mal herzlich willkommen. Liebe Monika Fuchs. Oh, Monika Fuchs. Ja, wir sind geschaltet. Ich war Frau Fuchs, also oder Monika, erstmal hallo. 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 Monika. Also das heißt, die erste Frage ist schon beantwortet. Wir duzen uns. Dann machen wir die anderen Sachen genauso schnell. Gefühl oder Verstand? Gefühle. Okay. Und dann die dritte und letzte Frage: Arm oder reich? Ganz wahnsinnig gerne, ganz reich. Ja. Ich teile auch. Ja, ja, also ich gebe allen was ab. Ja, das glaube ich auch. Also jetzt unbesehen glaube ich das einfach. Und ich habe festgestellt, diese Frage arm oder reich lässt viele Menschen deshalb ein bisschen zögern, weil wenn man sagt reich, steht man ja gleich so als ich bin der Idiot, der die Kohle einsackt und die anderen haben nichts. Ne? Aber wenn man sagt arm, ist man auch ein Idiot. Wenn man, also ja, ist egal, wie man. Es ist also andersrum dann doch besser. Jetzt machen wir den sogenannten Lückentext. Das heißt, ich lese jetzt hier vom Blatt was ab und du antwortest, okay? Okay. Also, Monika Fuchs kennen heute viele als? Die älteste YouTuberin Deutschlands. Das wird ihr nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht sie sich selbst viel lieber in der Rolle der? Gastgeberin. Okay. Gastgeberin, Hätte man ihren Schulfreunden damals erzählt, dass sie einmal in eine Talkshow eingeladen wird, dann hätten sie? Sich totgelacht, weil ich vor Schüchternheit gestorben bin. War das wirklich so? Ich war der absolute Schulversager, nur aus Schüchternheit. Tatsächlich? Nur echt krankhafte Schüchternheit, ja, das war mein Motto. Aber da muss relativ viel in deinem Leben passiert sein. Da ist sehr viel. Weil du in einem Maße so eine selbstverständliche Souveränität vermittelst, die ist schon nicht schlecht. Also mein Lieber, du siehst nicht den unteren Teil von mir, du siehst jetzt nur den Kopf. Ne? Erzähl uns ein bisschen was über deine Familiengeschichte. Wo kommt ihr her? Wer seid ihr? Seid ihr irgendwie reiche Hamburger Kaufsleute gewesen? Oder wie war das? Jetzt kriegst du so träumerische Augen, ne?
Wegen der Kaufmannsleute? Oder? Wegen der reichen Kaufmannsleute, ja. Bist du verheiratet? Nee, aber in fester Partnerschaft befindlich. Naja, da lässt sich ja dann noch was machen. Also ich komme nicht aus Hamburg, ich komme aus Hannover. Ja. Aus so einem großbürgerlichen Haushalt, ja, wo natürlich so Ölgemälde, wie die Großmutter hinter mir, dazugehören. Man ließ sich malen in Öl. Und mir hat das alles nicht so irrsinnig gut gefallen. Ich musste da weg. Wie alt warst du da? Denn ein Heer mit, da war ich 18, als ich ausgewandert bin. Und weil ein Heer ging mit so einem großbürgerlichen Leben, ein gewisser starker Hochmut, sag ich mal. Ja. Wir waren ja was Besseres. Ne? Und dieses, wir sind ja was Besseres, das habe ich gehasst wie Hölle. Warum? Ich wollte da nicht rein. Was haben wir denn dazu getan, um was Besseres zu sein? Gar nichts. Ein bisschen fauler als die anderen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte da weg. Und dann bin ich mit 18 abgehauen und das war gut so. Mit 18? Hast du das Abitur? Mit 18? Schule noch fertig? Nein. Ohne? Okay. Nein. Ich bin mit 18 abgehauen und bin letztendlich weggeblieben. Ich bin mal zurückgekommen, einmal in einer Phase meines Lebens, aber ich war weg. Ich wusste, die Welt ist rund. War das ein spontaner Beschluss zu gehen oder kam das Knallerfall? Nein, den habe ich geplant, seitdem ich 14 bin. Und zwar ganz raffiniert. Ich habe immer so die heulende, pubertierende Mädchen da vorgespielt, immer geheult und mucksch geguckt und rumgejault und so. Ich will nach Amerika. Und dann haben die natürlich mir einen Vogel gezeigt. Also die waren zu vornehm, einen Vogel zu zeigen, aber innerlich. Und dann hat mein Vater irgendwann mal gesagt, okay, wenn du dir die Überfahrt zusammensparst, dann darfst du nach Amerika. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mit 15 angefangen, richtig alles zu machen, alles. Bei anderen Leuten putzen und was weiß ich. Und, und dann mit 18 hatte ich das Geld zusammen für eine Überfahrt. Das waren 800 Mark, war viel Geld. Und dann bin ich ausgewandert. In welchem Jahr war das? Das muss ich nachrechnen. Da war ich 38 bin ich geboren. 38 plus 18 sind 56. Also Mitte in den 50er Jahren, wo Deutschland ja irgendwie so noch im Wiederaufbau war und man ist jetzt wieder jemand und Adenauer war in der Regierung und die Verhältnisse waren eher konservativ und 68 war noch weit weg. Und du hast gesagt, ich habe genug. Ja. Ich habe genug, ich will da nicht. In dieser hannoverschen hochmütigen Gesellschaftsschicht, das ist nicht meine Abteilung. Dann bist du aufs gebuchte Schiff und dann hat dich dieses Schiff irgendwo in Amerika ausgespuckt. Das hat mich in New York ausgespuckt und dann hat sich das ein Jahr lang, bin ich da geblieben. So, heutzutage machen das ja alle jungen Leute oder die meisten, ne? Dass man einfach losfährt und dann kommt man hier ins Gespräch und da ins Gespräch. Ja, kannst bei mir wohnen, kannst bei mir, besuch mich doch mal und sowieso. Also habe ich mich über das ganze Land gerockt sozusagen und das Geld war natürlich dann sehr schnell alle, was ich noch hatte. Und dann habe ich angefangen zu jobben. Auch wieder, you name it, I do it, völlig egal was. Auch bei Leuten schmutzige Wäsche bügeln und hinterm Kühlschrank putzen und egal. Aber das hat mir beigebracht, also Arbeit schändet nicht. Ich habe ja das Geld dafür gekriegt, was ich brauchte, um weiterzumachen. Und dann habe ich mich bis ans andere Ende des Landes gerobbt sozusagen und habe dort in einem Schaufenster eines Kaufhauses dekoriert. Und bin dann geschnappt worden, weil ich hatte ja keine Arbeitsgenehmigung. Und dann musste ich zurück. Nach Deutschland? Ja. Aber ich habe auf der Rückfahrt meinen ersten Mann kennengelernt. Aha. Der war in der ersten Klasse und guckte immer sehnsüchtig da in meine Klasse. Ich hatte Holzklasse natürlich. Ja. Und dann haben wir angefangen zu klönen und zu reden. Und dann bin ich da über das Gitter gestiegen. Oh Gott. Es hat mich getraut, da über das Gitter zu steigen. Und dann war ich immer in der ersten Klasse und da hat er mich zum Essen eingeladen und so. Und da ist nie was passiert, weil ich habe einmal meinen Blick nach oben schweifen lassen und da hat der Kapitän mir zugewinkt. Okay. Da wusste ich, man schnappt mich hier nicht. Okay. War es dann eine gute Zeit mit ihm? Man kann das nicht so in einem Wort zusammenfassen. Also den habe ich sehr geliebt, denn ich war 7 Jahre mit ihm verheiratet. Dann wurde er krank, psychisch krank,
Und dann nahm das Übel sozusagen seinen Lauf. Und da ist er dann letztlich auch dran gestorben. Das war ganz schlimm. Aber ich hatte einen Sohn, ein Kind. Mhm. Wir hatten ein Kind. Und er konnte nichts dazu. Das ist einfach eine Krankheit, die hat ihn eingeholt. Ich habe Amerika auf die beste Art und Weise kennengelernt durch ihn. Um es nochmal zu rekapitulieren, nach diesem Jahr Amerika bist du wieder zurück nach Deutschland, hast auf dem Schiff einen Amerikaner kennengelernt, warst dann in Deutschland und hast diese Chance, einen Amerikaner kennengelernt zu haben, ergriffen, mit ihm wieder in die USA zu gehen? Mhm. Okay. Ja. Wo war der da? Das hat allerdings lange gedauert. 7 Monate. Ich meine, ja. Er hat ja nicht gesagt, entschuldigen Sie bitte, gnädiges Fräulein, darf ich Sie heute heiraten und morgen fliegen wir zurück. Ja. Der musste ja mal um mich werben und ein paar andere wegboxen und sowas, ne? Aber es hat nur 7 Monate gedauert, dann hat er nicht weich geklopft. Ich hatte 3 der glücklichsten Ehejahre überhaupt, die man sich vorstellen kann. Ja. Mit super gute Situation, super tollen Ehemann. Und dann hatte ich 4 Jahre Hölle, weil er dann alles verschenkt hat, was er besaß, in seinem Wahn. Mhm. Und ich musste dann arbeiten. Was ich gemacht habe, das glaubst du nicht. Also, ich habe Avon heißt das, glaube ich, in Deutsch, Kosmetik im Slum, mit farbigen Leuten im Slum verkauft, wo die Menschen sowieso alle arbeitslos waren und kein Geld hatten. Und ich gehe da als weiße Frau rein mit so einem blauen Kostüm und hohen Absätzen und so einem Köfferchen und verkaufe da Kosmetiks. Und die haben also die Hunde hinter mir hergeschickt und die Ehemänner haben einen Knüppel in der Hand hinter mir hergeschickt. Aber ich bin einfach dran geblieben und schieb das Ganze jetzt mal 3 Jahre weiter. Ich war ihre beste Freundin. Mhm. Ich habe gelernt, ihr Essen zu essen und lieben zu gelernt auch, ne, so zu essen. Und auch Freundschaften zu halten, so unterschiedlich wie wir waren. Mhm. Und sie waren so rührend. Sie haben mir immer irgendwas abgekauft, die haben mir selber kein Geld. Okay. So, das reichte natürlich nicht. Dann habe ich abends in einem Restaurant, Howard Johnson hieß das, das ist wie bei uns, sagen wir mal, ein Autobahnrestaurant, aber Raststätte, aber so, wo Familien sonntags hingehen, also gute Gastronomie. Ne? Da habe ich abends gearbeitet. Mhm. Das durfte dann immer niemand sehen, dass ich Kellnerin war. Das war meiner Schwiegermutter sehr peinlich. Mhm. Und was habe ich noch gemacht? Dann habe ich genäht wie ein Weltmeister bei anderen Leuten. Und naja, so habe ich uns eben 4 Jahre lang sozusagen durchgebracht. Genährt. Weil dein Mann ja die komplette Kohle verschenkt hatte in seiner psychischen Erkrankung. Der hatte alles verschenkt, alles. Okay, dann war diese Geschichte irgendwann mal rum, dann ist er gestorben. Bist du dann in Amerika geblieben? Hast du das zum Anlass genommen, nochmal was ganz Neues zu machen? Nein. Ich bin, bevor er gestorben ist, er hat dann noch ein paar Jahre gelebt, bin ich geflohen mit dem Kind an der Hand, auf abenteuerliche Art und Weise. Also da hat mir die deutsche Botschaft geholfen und ich habe das natürlich alles absichern lassen durch einen Anwalt, damit ich dann nicht also irgendwie Kidnapping mache oder. Und bin nach Deutschland zurück und ich hatte ja keinen richtigen, fertigen Beruf. Bin wieder zu meiner Mutter gezogen und dort machte das erste Hotel Intercontinental, so heißt es ja, auf in Hannover. Und da ich ja nun Englisch, mein Ehemann muss ja zu sagen, Pittsburgh war Architekt. Und ich habe viel mit ihm auch über seine Korrespondenz gesprochen und viel für ihn getippt und so. Ja. Also Englisch war für mich wie Deutsch, auch die Geschäftssprache. Mhm. Und insofern wurde ich dann also im Interconti angestellt und habe dort ein paar Jahre gearbeitet, um mich und meinen Sohn zu ernähren. Und wir sind ja sozusagen mit nichts geflohen. Also ich musste mir wieder Klamotten anschaffen und mich sozusagen wieder aufbauen. Ja, dann ging aber dann ging es vermutlich irgendwann mal nach der Interconti-Zeit weiter und dann vermute ich jetzt jedenfalls so, wie du es angedeutet hast, dann wieder im Ausland? Ich habe dann im Interconti jemanden kennengelernt, der hatte das gleiche Leiden wie ich. Das kann ja richtiges Leiden sein. Ne? Also ich hatte ja nur von kleinster Kindheit an immer Fernweh. Mhm. Ich hatte nie Heimweh. Mhm. Fernweh. Ich wusste, wie gesagt, sagte ich ja vorhin schon mal, die Welt ist rund. Mhm. Und da wollte ich hin. Dringend. Mhm. Unheimlich dringend. Und dieser Mann, den ich da kennenlernte, nämlich der 2,2 Meter große Küchenchef des Hauses, eine respektable Persönlichkeit, ein zum Fürchten strenger Mensch, der
war im Grunde genommen seines Herzens ganz weich. Der sah nur von außen so aus, das musste er immer machen, damit man ihn ernst nimmt. Und der hatte genau das gleiche Leiden, Fernweh. Ja, etwas mehr sind schon leer verheiratet. Da hat er zu mir gesagt, ich saß in meiner frisch eingerichteten Wohnung und sagte, pack mal schnell zusammen, wir wandern aus. Dann waren wir in Neuseeland. Habe ich das nächste Kind bekommen, also hatte ich jetzt zwei. Und dann sagt er irgendwann mal, pack mal schnell zusammen, wir wandern aus nach Manila. Da wussten wir noch nicht, dass man das Manila nennt. Philippinen. Wir wussten noch nicht mehr, wie man das ausspricht. Das war also dermaßen exotisch, fremd, weg. Ne? War ja noch nicht so wie heute, dass jeder weiß, dass diese, wo das ist. Und dann kam das dritte Kind. Und das vierte. Und da wollte ich eh noch fragen, lass ganz kurz. Du hast vorhin gesagt, aus deiner ersten Ehe, das Kind war mit dir dann auch in Neuseeland oder auf den Philippinen dabei? Der war immer mit mir. Okay. Der war immer mit mir, ja. Immer an meiner Seite. Immer zufrieden und fröhlich. Heute wohnen wir hier, morgen wohnen wir da. Also das ging sehr gut. Dein zweiter Mann, der Küchenchef, der hat dann in bestimmten Hotels oder großen Restaurants gekocht, gearbeitet? Der hat sich spezialisiert auf große, riesige Hotels. Da wurden später dann Mordsdinger, da musstest du ein Auto nehmen, um das Hotel einmal zu umkreisen sozusagen. Konntest du nicht zu Fuß drum rumlaufen, so groß war das. Neueröffnungen in exotischen Ländern, also in schwierigen Ländern. Ja. In fast nicht machbaren Ländern, wo er dann plötzlich 3000 Angestellte hatte. Er wurde ja nachher dann Manager, F&B-Manager, also nicht General Manager, sondern immer für die Restaurants und das Personal und so der Manager. Ja. Das hat er dann schon sehr früh angefangen. Also du also dann Hotel, mit den Kindern immer mit dabei? Ich immer dabei. Also er selber in der Küche gestanden, gekocht. War eigentlich nur eine ganz kurze Zeit seines Lebens. Also er ist gleich ins Management gegangen. Und ich immer daneben, aber Betonung auf selbstständig. Ne? Also der ist so ein Berufsfanatiker gewesen und hatte aber auch so Riesenaufgaben. Der hatte gar keine Zeit jetzt. Soll ich diese Milchflasche kaufen oder darf ich mal mit dem Taxi dahin fahren? Oder wie findest du dieses Kleid dazu? Was hatte der gar keine Zeit? War irrsinnig gut für mich, konnte machen, was ich wollte, war natürlich aber auch fordernd. Ich musste ja alles selber entscheiden. Ja, und du hattest vier Kinder. Ja. Eben. Ja, aber du wächst ja mit den Aufgaben. Welche Stationen gab es dann in Folge? Also wir haben jetzt der Reihe nach gehört, mit dem ersten Mann in Amerika, mit dem zweiten Mann in Neuseeland, dann auf den Philippinen. Was kam da noch an abenteuerlichen Stationen dazu? Meine Schwiegermutter, die im Schwarzwald einen Landgasthof hatte, da gibt es Sohn und Mutter, das ist mein Mann gewesen und seine Mutter und das war sozusagen eine Einheit, gegen die man nicht ankam. Und jetzt ist sie ja heutzutage selig, heißt das bei uns in Süddeutschland. Ne? Sie ist nach oben abgeflattert, aber bis dahin hat sie meinen Mann ziemlich beeinflusst. Und die hat dann, bevor wir also nach Bombay oder Hongkong oder Beirut ging, hat gesagt, so Söhnlein, jetzt kommst du nach Hause und übernimmst dir das Geschäft. Und der hat es auch noch geglaubt. Und ich habe gekämpft wie... Ja, das war unser Untergang und das war auch der Abbruch unserer Ehe. Ich habe das natürlich, ich wollte das auf keinen Fall. Warum wolltest du das nicht? Süddeutschland, der Schwarzwald, beschauliches Leben, grüne Wälder, gute kleine Straßen. Kleine Rehlein, die rumhüpfen. Ja. Schönen Wein, besseres Essen als bei uns im Norden. Das kommt immer auf die persönliche Situation an. Meine Schwiegermutter war eine eine hausfüllende Persönlichkeit und daneben wäre ich nur ein kleines Staubtuch geblieben. Das war ich jetzt aber nicht mehr gewohnt. Ich war so zur Selbstständigkeit geworden durch meinen Mann, dass ich das nicht mehr ertragen konnte. Und dann war natürlich Bedingung, dass ich jetzt in diesem Gasthof hinterm Tresen stehe und mitarbeite. Ja. Das war überhaupt null meine Kartoffel. Ich habe nicht geahnt, dass ich mal leidenschaftliche Gastgeberin werde. Habe ich nicht geahnt. Damals war ich nicht so weit. Da war das total unter meiner Würde. Das fand ich ganz furchtbar. Also dazu stehen, möglichst noch mal im Dirnl, weißt du, und dann so
Grüß Göttle, ne? Und hier Schwirtele, ne? Also wenn ich noch mal also kurz zusammenfassen darf, die Situation war dann die, ihr wart auf den Philippinen, dann kam die Schwiegermutter, die ihr Kind, also deinen Mann abräumen wollte und im Schwarzwald neu aussetzen wollte oder einpflanzen wollte. Du hattest einsetzen. Wollte. Einsetzen, genau. Eigentlich wollte sie nur seinen Bruder ärgern, denn er hat das natürlich nie übernehmen dürfen. Der mit Recht und Fug eigentlich das Erbe hätte antreten müssen, auch getan hat. Und nach einem Jahr sind sie die beiden Brüder an die Gurgel gegangen und wir wurden rausgekickt. Also dann kamst du wieder, diesmal mit 4 Kindern, zurück nach Deutschland. Die zweite Ehe war futsch und dann kam wieder eine neue Fernwehattacke? Nein, ich kam mit meinem Ehemann in den Schwarzwald. Ja. Ein Jahr waren wir in diesem heutzutage äußerst berühmten Landgasthof. Mhm. Und dann ist mein Mann nach Frankfurt gegangen zur LSG, also Lufthansa, LSG, und ist dort geblieben. Mhm. Und dann habe ich mein eigenes Hotel aufgemacht. Okay, wo? Unten im Tal. Mhm. Unten in diesem Tal, wo dieser Landgasthof lag. Ne? Mhm. Und das ging auch sehr gut. Das habe ich auch riesig gerne gemacht. Und solange ich mein Kindermädchen hatte, mein philippinisches, ging das auch reibungslos. Und dann merkte ich aber plötzlich, dass mein Mann etwas im Schilde führte, was mir nicht gefiel. Mhm. Und zwar hatte ich nie einen Tag frei. Ich sah meine Kinder nicht mehr. Und ich bin an erster Stelle Mutter und dann Frau Wirtin. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, nein, ich bekäme keinen frei, sagt er mir. Ich bekäme keinen frei, bis wir wirtschaftlich so dastehen, dass er bei der Lufthansa kündigen könnte und dann dieses Hotel übernehmen könnte. Mhm. In anderen Worten, er wollte der Talbevölkerung zeigen, ich lasse mich hier doch nicht rausschmeißen. Ne? Mhm. Ich bleibe hier, ich mache meinen eigenen Betrieb auf. Das war sein Bestreben. Und da ging mir aber die Puste aus und wie. Ne? Und wie ging und das Geschichte dann aus? Dann dachte ich, und tschüss Charlie, ne? Machst du mal deinen Saft alleine. Das war's dann mit Charlie? Was ist aus Charlie geworden? Lebt er noch? Mein Charlie, der Roland heißt, ja. Der hat irgendwann mal gesagt, also mein Leben hat sich dann verändert, ich bin nach Hamburg gekommen, da kam doch mal eine ganze Strecke Schicksal und dann irgendwann mal eines Tages sagte mein Ehemann, den ich nie gehasst habe, das muss ich dazu sagen, das war auch die Grundbedingung, sagte, ich werde hier, soll hier Manager vom CCH, das ist hier so ein Kongresszentrum, werden, das ist mir angeboten worden und meinst du nicht, wir können es mal wieder versuchen und ich bin geläutert. Seitdem hasse ich das Wort geläutert. Da höre ich aber die Glocken läuten, du aber mit. Der war nämlich überhaupt nicht geläutert. Er kam dann nach Hamburg und wir zogen zusammen in eine neue Wohnung und ich merkte sofort nichts geläutert. Mhm. Da tut sich nichts. Und dann haben wir uns gütlich darauf geeinigt, dass er wieder ins Ausland geht. Deutschland tat ihm nicht gut. Mhm. Deutsche Arbeitsverhältnisse haben ihm nur Unglück gebracht, taten ihm noch nie gut. Im Ausland war er der absolute King. In der Branche kennt man ihn oder kannte man ihn. Er ist jetzt vor vier Jahren gestorben. Mhm. Und da hatte er Lorbeeren bis zum Abwinken, die konnte er kaum alle auf den Kopf tragen. Mhm. War entsprechend natürlich auch verwöhnt. Ein Luxusschweinchen ist er geworden. Mhm. Aber der hat in allen Ländern, wo ich dann ja auch streckenweise mit ihm lebte, irrsinnige Arbeit geleistet. Okay. Der Mann hat irrsinnig was in seinem Leben geleistet. Im Ausland, in Deutschland nie. Monika, lass uns einen kurzen Break machen. Weil wir für dich, für mich im Übrigen auch, eine Überraschung vorbereitet haben. Helena ist gekommen und bringt einen Ball mit. Das ist eine, also die Größe ist, glaube ich, ein Handball, korrekt? Ja, und das ist eine Weltkugel. Muss aber in Kombination mit dem Unpassenden drunter gesehen werden. Ach, was so siehst du da noch? Das ist irgend so eine Unterschale. Auch Teller genannt, würde ich sagen. Also oder? So ein tiefer Teller. Tiefer Teller. So ein Teller, ja. So, also wir bringen hier ja eigentlich immer ein Objekt rein, das irgendwas mit der Biografie des Gastes zu tun hat, unserer Gästin heute. Aber bei dir ist es halt, also da hätte ich so einen ganzen Fundus jetzt mitbringen können. Also sich da auf ein Objekt wirklich zu einigen, war echt schwer. Wir haben es versucht in der Redaktion. Ich dachte, das verbindet vielleicht ganz gut so zwei Lebensabschnitte von dir. Also so das eine ist diese Weltkugel, was hier oben ist.
Und das, und da haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen. Und das andere ist dieser Teller, der eben unten ist, was ich glaube, was jetzt gerade in deinem Leben eigentlich eine große Rolle spielt und füllt. Und zwar analog und digital. Und damit würde ich mich auch schon wieder verabschieden. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Die Welt, die Kugel, das Fernweh, die verschiedenen Länder. Und dann dieser Teller, der eine doppelte Bedeutung hat, Monika. Ja, da muss ich jetzt einen Sprung machen. Gut. Ich liebe es, in Situationen reinzuspringen, die ich eigentlich nicht kann oder vor denen ich Angst habe. Ja. Oder die, ja, wo ich Angst vor habe, aber die ich nicht kann vor allen Dingen. Ich finde das irrsinnig spannend, ne? In sowas reinzuspringen, was ich möchte. Also ich wollte Schreiberin werden, ich wollte Journalistin werden. Hatte ich plötzlich den Vogel. Wie alt warst ich werde, du da? Ich will, plus, minus, was ist das? Kann ich, ungefähr. Kann ich nicht immer alles rechnen. 45 oder sowas. Ne? Und da habe ich den ganz starken Wunsch gehabt, ich will schreiben. Hm. Schreiben ist mal, ich kann das, ich spüre das, dass ich das kann. Das spüre ich hier in Fingerspitzen. Hm. Und dann wurde ich Journalistin, ungelernt. Mhm. In Festanstellung. Einmal in Fachzeitschriften für die Deutsche Bundesbahn. Mhm. Super interessantes Thema, wenn du dich darauf einlässt. Ne? Mhm. Ich kenne jeden Bahnhof Deutschlands und die ganzen Hintergrundgeschichten. Okay. Ja. Und die andere Zeitschrift war auch wieder die Fachzeitschrift für Grossisten, Pressegrossisten. Aha. Auch wieder, wenn du dich darauf einlässt, denkst, es ist pupstrocken, ne? Aber wenn du dich darauf einlässt und gutes Geld damit verdienst und deine Kinder selber ernähren kannst und gut wohnen kannst und hast einen super Chef, dann findest du das Thema auch spannend. Wie lange hast du das gemacht? Und nebenher, weit über 10 Jahre, weil ich immer so ernste Themen behandeln musste, habe ich dann mal irgendwann zu meinen Kindern gesagt, die ja inzwischen Teenager waren und hier die ganze Wohnung bevölkert mit ihren ganzen Freunden. Ich möchte noch was Lustiges schreiben, wo ich selber drüber lachen kann. Mhm. Das habe ich abends immer geschrieben. Und dann habe ich angefangen, Heftromane zu schreiben. Mhm. Ich war also eine der wenigen deutschen Autorinnen, denn diese Heftroman-Dinger kennst du wahrscheinlich, ne? Man die Arztromane beispielsweise oder Jerry Cotton oder sowas. Michael Holm, der Arzt, dem die Frauen ihr Vertrauen schenken und so. Ne? Die sind ja meistens englischsprachig und werden übersetzt. Aha. Was schwer ist, ne? Denn du musst die quasi neu dichten. Das heißt, du damit hast ich die Übersetzung gemacht? Mhm. Nein, ich wollte für Martin Kelter die Übersetzung machen und haben sie mir einen Roman rübergeschickt und dann musste ich so eine Szene beschreiben, wie die beiden abends an den See gingen hinter das Schilf und er wollte sie küssen und der Nebel schwabberte über den See und dedel. Und das habe ich dann schön übersetzt, ne? Ja. Und dann habe ich das hingeschickt und ich fand mich genial. Ich hatte schon so ungefähr Bleistift hinterm Ohr und dann haben die gesagt, also das geht ja gar nicht, was ist denn mit Ihnen los? Die, also, so habe ich gesagt, gut, dann lass nämlich einen eigenen Roman schreiben. Aha. Und das habe ich dann jahrelang gemacht, unter Pseudonym. Unter welchem Pseudonym hast du geschrieben? Halt dich fest, sitzt du gut? Ich sitz ganz stabil, mach dir keine Sorgen um mich. Violetta van Born. Violetta? Nicht echter Adel? Nein, großartig. Violetta ist schon mal was Besonderes. Van Born, dieses bisschen adlig und Van Born. Ja. Großartig. Und Freunde dürfen mich Vio nennen. Wie viele dieser Hefte hast du als Violetta van Born geschrieben? Weiß ich gar nicht mehr. Aber viele hundert, aber ich weiß ne? dass ich fing an mit der jugendlich-frischen Reihe, also Jugendliche, die hatte ich zu Hause, zuhauf, weil alle meine Kinder durften alle ihre anderen Kumpels mitbringen. Hier war ja kein Hausherr im Haus. Also hier war kein Reglement in dem Sinne. Also hier war die Bude voll. Und die hatten ganz viele Ideen. Das habe ich alles verbraten. Dann wurde ich auf die, Adelskrone geschoben. Mhm. Da hatte ich eine Freundin, die war adelig. Also wo trägt der Herr Baron den Siegelring, rechts oder links? Ne? Mhm. Weißt du es, weißt du nicht? Ne? Keine Ahnung. Das ist, du musst aber wissen, denn die Adelsromane werden von Adeligen auch gelesen und die sind messerscharf, die Kritik. Ne? Das muss alles stimmen. Ja. Dann dürfen in diesen Romanen keine Ausländer vorkommen. Ich war aber gerade sehr beeinflusst von Saudi-Arabien, wo mein Mann damals arbeitete.
Und ich durfte dann schon mal so ein Scheich oder sowas hier in Deutschland einführen. Und ja. Ich durfte dann hier auch schon mal so ein bisschen an der deutschen Dame nippen. Ne? Ja. Aber genau wie den indischen Maharaja durfte ich auch mal einführen, weil ich war viel in Indien, wo mein Mann dann war. Und die mussten aber dann immer wieder nach Hause, weil die ja so anders verheiratet wurden. Ja, sag mal, blieb das dann eigentlich beim Küssen oder ging das dann noch ein bisschen weiter Richtung Beischlaf? Du bist ein sehr geschickt fragender Mensch. Danke. Nein, natürlich nicht. Dieses Wort musst du ganz weit weg von solchen Heftromanen. Aha. Wenn du dieses Wort auch nur in der Redaktion erwähnst, putzt du die Toiletten, ist klar? Ja, ich habe verstanden. Ja. Hast verstanden. Ganz streng. Diese Romane sind so pur. Aha. Ich habe einmal ihn, sie auf das Sofa drücken lassen. Aha. Und den oberen Knopf der Bluse öffnen lassen. Und dann kam ein Anruf, Frau Fuchs, bitte, ja, lassen Sie nach oder was ist los? Sie wissen doch ganz genau. Und jetzt bring da mal eine erotische Spannung rein. Sag mal, Monika, Helena hat dich mir und uns allen präsentiert als die älteste YouTuberin oder Bloggerin Deutschlands. Ja, stimmt. Endlich kriegt man mal einen Bonus fürs Alter. Wie wird man sowas? Oder wie bist du es geworden? Indem ich irgendwann mal dachte, jetzt mach doch mal wieder beruflich was Neues. Ich habe ja dann verschiedene Berufe ausgeübt. Als ich aufgehört habe, Journalistin zu sein, habe ich ein paar Jahre lang freigeschrieben. Aha. Und dann habe ich mich ins Catering verliebt. Das war ein Zufall. Das ist die Catering-Geschichte. Ja. Die habe ich also anschließend an das Schreiben gemacht. Hat keine Ahnung vom Kochen, gar nichts. Null Ahnung. Ja. Konnte noch nicht mal gut kochen. Und was mich da geritten hat, weiß ich nicht. Aber ich wollte das jetzt plötzlich. Dringend. Ja. War mein Traum. Das habe ich gemacht, bis ich 76 war, vom Alter her gesehen jetzt. Und dann hat mein Hauptauftraggeber aufgehört. Das war Reinhold Beckmann, für den habe ich 16 Jahre lang Catering gemacht. Wir waren das letzte Full Catering in Deutschland, so ungefähr. Also Full Catering heißt für alle von morgens bis nachts. Wir haben manchmal 18 Stunden Arbeit. Also sehr, sehr großzügig. Und dann habe ich mit 76 gedacht, ist doch gut, höre ich auf. Und merkte dann, ich sause hier zu Hause rum, mache hier eine Waschmaschine, trete da gegen die Mülltonne, mache hier, ist das langweilig. Okay. Ich brauche eine Challenge. Ich muss irgendwas machen. Ich muss was Neues machen, irgendwie was. Und dann in dem Moment wurde mein Ehemann, das muss ich jetzt mal kurz raffen, mit dem ich der Rentnermäßig mit 65 nach Hause gekommen war, nach Hamburg zurück als Rentner. Wir verstanden uns wahnsinnig gut. Weißt du warum? Wir haben uns die ganzen Jahre, wo wir getrennt waren, jeden Tag einen Brief geschrieben. Das musst du erst mal machen. Ne? Einen Brief? Ja. Also auch in Zeiten, in denen es schon andere Möglichkeiten der Kommunikation gab? Wow. Du musst bedenken, in welchen Ländern er war. Also zum Beispiel in manche Länder Fax ging super, in manche Länder überhaupt nicht. Ja. In manchen Ländern ging Telefonieren grottens überhaupt nicht. Das ist nur Summen ins Ohr. In manchen Ländern geht die Post überhaupt nicht. Ja. Also das war hier individuell, aber ich lasse es mal laufen unter den Dings. Wir haben uns jeden Tag einen Brief geschrieben und wenn man schreibt, kommt man sich sehr nah. Ja. Wir konnten alles aufarbeiten, ja. Auch, dass wir Angst davor haben, wieder zusammen in einer Wohnung zu leben, ja. Wenn er mal 65 ist und ich 64. Wir haben nämlich am gleichen Tag Geburtstag und zwar nächste Woche. Toll, ne? Ja. Also, wir hatten beide Angst davor, wieder zusammenzuleben. Und dadurch, dass wir das ausgesprochen haben, konnten wir wahnsinnig gut damit umgehen. Mhm. So, jetzt hatte er schöne Jahre hier und ich auch. Wir haben uns nochmal ganz neu verliebt. Macht vielen Ehepaaren Mut, wenn ich das erzähle. Mhm. Und dann ist er krank geworden. Und zwar saumäßig, ganz hundsgemein krank. Also er konnte sich zum Schluss überhaupt nicht mehr bewegen, lag immer hier hinten in dieser großen Raumwohnung in seinem Zimmer und konnte die Arme noch bewegen und konnte noch essen, Gott sei Dank, und hat eine Fröhlichkeit ausgestrahlt und einen Lebensmut und einen Optimismus und
hat immer die Arme so in die Luft gerissen und hat gesagt, oh, ich hatte so ein tolles Leben, du hast mir das alles ermöglicht. Hm. Ich konnte mein Zigeunerleben leben und komm nach Hause und dann habe ich doch glatt noch 4 Kinder. Und dann habe ich nicht auf die Idee gekommen, ich räume hier mal mein Esszimmer aus und das andere Zimmer aus. Ich brauche ja gar kein Wohnzimmer, sitze ja eh bei meinem Mann hinten an seinem Bett, der kann sich ja nicht mehr bewegen. Und da mache ich jetzt mal Charity Dinner für das Waldpiratencamp in Heidelberg, eine Auszeit für krebskranke Kinder. Das habe ich jetzt also die nächsten Jahre gemacht. Ich fing an mit 10 Personen und endete mit 30, 27, 30 oder so. Das Kochen habe ich alles ganz alleine gemacht. Mhm. Enkelkinder, die sich für diese Idee auch ganz doll begeisterten, haben mitgeholfen. Eine alte Kollegin aus Studio Hamburg-Zeiten, die gerne in meiner Nähe ist, hat auch mitgemacht. Das Geld haben wir gespendet. Mhm. Und zwar richtig an das Heidelberg, an das Camp in Heidelberg, nicht global an ein Herz für Kinder. Ich brauchte das Gefühl, dass das Geld, was wir hier erarbeiten, direkt in Heidelberg da an die geht. Toll. Das habe ich auch geschafft. Du hast dann ganz spät, wenn ich da kurz dazwischengrätschen darf, dann noch das Internet entdeckt und bist ein richtiger Internetstar geworden. Was ist da passiert? Es kommt aus der Idee, dass wir diese Essen hier gemacht haben, diese Charity-Essen, 5 Jahre ungefähr, habe ich die gemacht. Und dann, ich kriege ja dann immer so einen Vogel. Ich denke ja dann, das kann ich jetzt so aus dem FF, ich könnte das mit geschlossenen Augen, dieses Essen und den Ablauf und so, ein Riesenerfolg. Wir haben 3/4 Jahr im Voraus ausgebucht. Ich habe Lust auf was Neues. Und dann habe ich meinen ältesten Sohn Martin, also den Amerikaner, haben wir angefangen, in der Küche YouTube-Filme zu drehen. Ich hatte nämlich immer die Anfrage, gib doch mal deine Rezepte weiter. Da ich aber völlig ohne Rezept koche, kann ich gar kein Rezept weitergeben. Macht mich auch fummelig. Ja. Ich kann nicht 3 Gramm Vanille mit 5 Gramm Senf und ich mache das aus der hohlen Hand oder gar nicht. Und Rezepte schreiben oder möchte ich nicht. Und dann hat Martin gesagt, gut, dann Mama, dann zeigen wir es eben per Film. Und das haben wir gemacht. Das hatte auch sofort eine Riesenresonanz. Dann kam Corona im März. Da habe ich noch ein Essen hier gemacht, wo meine Umwelt sagt, sag mal, hast du einen Knall? Hast du den Schuss nicht gehört? Es gibt hier eine Pandemie, es gibt hier, und das steckt an. Und du machst hier ein Essen für 30 Leute. Und da habe ich noch gesagt, ach komm, Leute, sei nicht so hysterisch und so ängstlich und so. Das war mein letztes Essen. Okay. Dann war Schluss. Und daraufhin hatte ich die Wahl, zu verschlampen, ganz fett zu werden, nur noch karierte Augen zu haben, Netflix gucken, sah meine Kinder nicht mehr, meine 9 Enkelkinder nicht mehr, in Trübsal, Alkoholiker hätte ich auch noch werden können, genau. Mich zu Tode rauchen, also es war gute Chancen für verfilzte Haare, kommt ja keiner, ne? Kann man machen, was ich will. Habe mich dagegen entschieden, und zwar habe ich mich, ich wohne an einer Straße, wo jedes Haus ein kleines Vorgärtchen hat. Da unten hat sich mein Sohn Martin hingestellt mit Beleuchtungsdingern und Kamera und so weiter. Oben auf dieses Balkönchen oder Terrasse, wie man es nennen will, ich wohne ebenerdig, habe ich mich gestellt und habe auf einer 10 cm breiten Mauer angefangen, jeden Tag was für die Corona-eingesperrten Menschen zu kochen. Aber was heißt zu kochen? Zuzubereiten. Und zwar so, dass wir es zu lachen hatten. Also das war immer mit sehr viel Quatsch und Witz und mit einem Dialog mit meinem Sohn Martin da unten im Garten. Ne? Und oder mit Passanten, die vorbeigingen und oder mit Nachbarn, die von den Balkonen gucken. Wir waren ja alle eingesperrt. Und das habe ich ganz lange Zeit täglich gemacht. Und dann haben wir sogar eine Induktionsplatte. Das ist ein Herd, falls du das nicht weißt. Ja, ich habe schon mal davon gehört. Ja, das haben wir mit rausgenommen, dann wurde das immer größer. Dann habe ich da auch richtig warm gekocht. Und dann kam, irrsinnig erfolgreich, muss ich dazu sagen, ganz viele Follower. Und dann kam der Winter. Und da sind wir umgezogen von meiner Terrasse in meine Küche, zurück in meine Küche. Ich nenne das Terrassenküche im Winterlager, weißt du, so wie im Zirkus, ne? Ich bin jetzt momentan, koche ich noch im Winterlager, in meiner Küche.
und wir gestalten es immer noch so entertaining, weißt du? Okay. Wir müssen dazu sagen, um das zu erklären, wir zeichnen Mitte März auf. Was bedeutet, wenn die Wettersituation sich entsprechend verändert, ist es vorbei mit dem Winter und du bist wieder draußen, korrekt? Da bin ich garantiert wieder draußen. Hm. Also mein Sohn hat ja auch noch einen Beruf und just an den Tagen, wo es hier ja schon richtig warm war und ich schon auf dieser besagten Terrasse in der Sonne gesessen habe, ich habe ja auch schon, könntest du das sehen, an meiner schönen Seite, braun ich schon bin. Also großartig braun. Als hättest du die letzten 6 Wochen auf Mallorca verbracht. Schleimer. Aber ich nehme es gerne an. Ich nehme es gerne an. Kannst du auch ruhig nachher nochmal sagen. Ich muss dich unterbrechen, weil uns demnächst die Leitung platzen wird. Deshalb habe ich noch eine Frage an dich, sehr persönlich. Wir haben uns jetzt, wie ich finde, sehr, sehr, wie nannte man das Altdeutsch, anregend unterhalten. Also du willst nicht mein Kontostand festlegen. Nee, will ich nicht. Oh doch, eigentlich schon. Schade. Ja, komm. Schade. Wie viel? Nee, ist jetzt vorbei. Beim nächsten Mal. Okay, also vielen Dank, dass es geklappt hat. Eine Frage noch, das ist die Standardfrage zum Schluss. Habe ich irgendeine Frage, die ich dir unbedingt hätte stellen müssen oder stellen sollen, nicht gestellt? Verbunden mit der Bitte um eine kurze Antwort? Ja, du hättest mich mal fragen können, ich habe nun ein sehr wechselhaftes Leben gehabt, ob ich glücklich bin mit meinem Leben, zufrieden bin mit meinem Leben. Solche Gedanken kriegt man jetzt hier während Corona auch, ne? Okay, dann stelle ich die Frage. Bitte? Ich bin nicht nur glücklich, ich bin dankbar dafür. Ich habe ein super Leben. Das ist doch toll. Die Kombination mit ein bisschen was über 80 Jahren, glücklich plus dankbar. Super dankbar. Was ich alles gesehen habe, was ich jetzt alles gemacht habe, was ich vor allem noch alles machen werde, da kommt noch mehr. Aha. Bin noch nicht durch. Der letzte Plan, dein nächster Plan sieht wie aus? Verrätst du nicht? Erstmal sagst du mir deinen Kontostand. Mein Kontostand? Ja? Da ich auch schon ein bisschen älter bin und nicht mehr so ein bisschen am Vergessen bin, kann ich es dir gar nicht so genau sagen. Tja. Darauf huste ich. Prost. Ich huste auch. Prost, ich habe nichts zu trinken. Doch, ich hab hier ein Glas Wasser. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für dich auch okay. Und alles Gute. Ciao. Wir lachen uns tot, wenn wir uns mal sehen. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Fragen Sie Frau Helena. So, wie überrascht warst du, als Monika Fuchs auf einmal auf dem Bildschirm war? Total überrascht. Also ich rechne ja jetzt nicht wirklich mit irgendetwas, weil es macht ja keinen Sinn, dich was vorzustellen, weil es kann ja das sein oder jenes sein oder Frau oder Mann oder alt oder jung oder was auch immer. Aber eine Frau, also in dem Fall schon eine einfach eine ältere Frau mit einer solchen Lebensgeschichte und einer solchen unfassbaren Vitalität und Direktheit. Wow, das ist schon, wie bist du denn auf die? Was für eine coole Frau, oder? Wie bist du denn auf die gekommen? Eine Kollegin von mir, die war mit dem Sohn von ihr in einer Klasse und hat dann eben auch irgendwie so ihre Biografie weiter verfolgt. Und wir kannten sie auch von YouTube eben. Aber so, also diese Videos sind super, also kann ich nur empfehlen, soll man sich anschauen, aber man merkt jetzt nicht sofort, ne, was da alles einfach noch an Biografie so dahinter steckt. Also du hast es jetzt gemerkt, ihr seid ja eigentlich kaum, ihr hättet noch 2 Stunden weiterreden können. Ich wollte gerade sagen, wir hätten noch sehr viel weiterreden können und sie hat ja auch ein großes Mitteilungsbedürfnis und das war immer klar, also da die einzelnen Lebensschritte, die waren schon fein säuberlich abgeheftet und da hätte gerne noch dieses dazukommen sollen und so. Mir ist dann, während sie erzählt hat von dieser Geschichte da mit Violetta van Borg, oder wie hieß es? Born. Van Born? Violetta van Born. Dass ich mal ganz lange her mal eine Sendung gemacht habe mit einem Typen, der damals diese ganzen Jerry Cotton-Hefte geschrieben hat. Da reden wir aber von den 60er und 70er Jahren. Und die Dinger waren insofern unfassbar erfolgreich, als die wirklich zu Hunderttausenden oder vielleicht sogar millionenfach verkauft wurden. Und der Typ hat die irgendwie eins nach dem anderen runtergeschrieben, hatte irgendwie ganz schlechte Verträge, hatte dann also auch, so wie sie letztlich auch, wenig Kohle dafür gesehen. Das fiel mir jetzt nur ein, als sie da berichtet hat. Kurz für mich, ich hab solche Bücher überhaupt nie gelesen. Das sind keine Bücher, das sind Heftchen. Hefte. Das und die waren krass erfolgreich, oder wie? Die waren richtig erfolgreich. Okay. Also vor allem diese Arztromane, also das war dann eher das weibliche Publikum damals, also in Zeiten, als die Emanzipation in Deutschland noch nicht so weit war.
Arztromane, diese Adelsromane und so Zeug. Aber ich habe die auch nie gelesen. Ich habe auch Jerry Cotton nie gelesen. Na gut. Ja, krass, also krasse Frau auch, also wie modern sie einfach auch ist, ja, was für ein modernes Leben sie zu einer Zeit gelebt hat, wo das überhaupt nicht angesagt war, so. Ja, dann mit so diesen romantischen Einsprengseln, dass dann aus der Ehe, die eigentlich kaputt ist, und der Mann, der mit dem es nicht funktioniert hat, dann im Ausland war und die sich dann jeden Tag einen Brief geschrieben haben und dann wieder sich neu verliebt haben. Das ist ja, auch fast wie in so einem Lore-Roman. Ja, kannst du direkt einen Roman drüber schreiben. Ja. Nimmst du was mit? Also ich weiß, was ich mitnehme aus dem Gespräch. Weißt du, was du mitnimmst? Puh, was nimmst du mit? Ich nehme mit dahin rennen, wo man Angst vor hat. Also das machen, was man nicht kann, wo man Angst vor hat, und dahin gehen. Das wollte ich sie eigentlich noch, als sie das erklärt hat, dahin gehen, wo das ist sozusagen mit ihrer frühen Geschichte zusammenhängt, dass sie ja ihre Schüchternheit offenbar auch überwunden hat, dass sie Dinge gemacht hat, die dazu geführt haben, dass sie irgendwann nicht mehr schüchtern war. Und also heute ist sie alles, aber schüchtern ist sie nicht mehr. Wirklich nicht, ja. Und das hast du vielleicht gar nicht mitbekommen, aber was für ein Humor. Also hier hinter den Kulissen wurde ganz schön gekichert immer wieder, sodass wir die Aufnahme nicht stören, aber ich hätte auch gerne lauter gelacht. Ja, klar. Gut, die Wahrnehmung bei mir ist dann schon noch so, dass ich muss mich schon ein bisschen auf das Konzentrieren, was sie dann sagt, und so diese kleinen Seitenhiebe, die sie verteilt hat, die registriere ich dann schon, aber ich muss ja nicht auf alles reagieren. Nee, sowieso, das kannst du machen, wie du willst. Gut. Schön. Ja, dann gut. Bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal.